Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Karriere. Ja. Die letzten beiden Spiele haben wir gewonnen. Muss sagen, bin ziemlich begeistert. Castaner hat zweimal getroffen. Finde ich gut. Und wenn ich mir die Tabelle angucke, so langsam berappeln wir uns auch wieder. Und ja, ich schicke jetzt mal ein paar Spieler zum Training. Unter anderem Mustafa, weil wir den schließlich jetzt vermehrt einsetzen. Müsl können wir gerne auch trainieren. Wen nehmen wir dann noch? Den Schipnowski. Den David Tomic nehmen wir noch dazu. Wir machen heute mal so die unter 60 Garde. Und müssen wir mal gucken, wen haben wir hier im Mittelfeld? Auch ein unter 60, Nils Seufert. Der wäre noch. Das wäre noch. So. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was die Jungs draus machen. Ja, Mustafa, wunderbar. Eigentlich schade, dass Mustafa nicht noch die 59 geknackt hat. Hätte mich gefreut. Aber egal. Ja. Wir simulieren dann mal. Wir spielen einfach mal Simulantia. Okay. Gucken wir mal in den Monatsbericht. Nö, ich will keinen Jugendspieler freigeben. Nö. Moment, gebe ich noch keinen frei. Moment, sind die noch so jung? Die können noch ein bisschen was. Auch wenn das Potenzial vielleicht was anderes sagt im Moment. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, simulieren wir weiter. Ah, Bochum. Nationaltrainer-Offerte. Von Neuseeland. Lass mal überlegen. Nein. Lass mich erstmal mit meiner Mannschaft erfolgreicher werden. Dann können wir drüber reden. Und weiter simulieren. Zwei Montagsspiele hintereinander. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Haben wir jetzt mal Heimspiel gegen Bochum. Jetzt lassen wir uns mal ganz kurz gucken. Gegen wen St. Pauli da so wichtiges gewonnen hat. Union Berlin. Oho. Steht St. Pauli so tief unten im Keller, dass da stand, Pauli gewinnt gegen Konkurrenten. Nee. Komisch. Verstehe ich die Meldung nicht so richtig. Egal. Bochum, Zweiter. Oh, harte Nuss wird das. Das wird eine verdammt harte Nuss. Aber wir brauchen keine Angst vor irgendwas zu haben. Wir werden das Schiff schon irgendwie schaukeln. So, ich habe mir jetzt mal was überlegt. Übrigens muss ich jetzt mal an der Stelle sagen, wegen der Halbprofi-Geschichte. Also entweder ich mache das jetzt bis zur Winterpause und gucke, wie es dann aussieht. Oder ich stelle das nächste Mal auf Profi, wenn FIFA mir sagt, ey, pass mal auf, du bist stark genug, stell mal auf Profi. Hm? Gut. Das habe ich irgendwie gedacht, bin ich euch noch schuldig, euch zu erklären, weil jetzt die ganze Saison als Halbprofi, oh, will ich nicht irgendwie. Ach so. Moment. So. So. Falsch rum. Dann den hier.
komisch. Einmal den hier, und auf das. Ja. Was scheiße, Entschuldigung, was mies, was doof gelaufen, ja. Wir sind wieder im guten alten Fritz-Walter-Stadion am Betzenberg. Mal gucken, ob die Damen und Herren Fans wieder so ein geiles Feuerwerk abliefern, wie es momentan im Reellen ist. Ich sehe, dass da 30.000 Leute feiern, auch wenn am Ende nur ein Unentschieden rauskommt, und da ist eine Stimmung, das sollte die Mannschaft langsam auch wieder komplett motivieren. Und ich finde es geil. Ich habe zwar nur Nachbericht gesehen, weil ich keine Zeit hatte, live zu gucken. Im Stadion habe ich momentan eh keine Zeit. Und ja. Fand ich auf jeden Fall geil. Aber wir werden sehen, wie es jetzt weitergeht. So, hier haben wir Sebastian Andersson auf Brendan Borello, der den Ball verliert. Kann zumindest mal kurzzeitig den Angriff der Bochumer stoppen. Ah, diese blöde Grätsche. Das war, ich nenne es mal knapp. So. Oh, wunderbar von Kessel, wie er da durchgeht. So, und jetzt muss in der Mitte nur noch der richtige Ball ankommen. Eigentlich müsste der richtige Mann da stehen. Aber irgendwie muss dann doch noch der richtige Ball ankommen. Was er leider nicht getan hat. So, und da war wieder Kessel am Werk. Moritz auf Castaner. So, und eine Flanke zu Andersson. Schade. Könnte sogar Eckball geben. Ne. Sah ein bisschen nach Eckball aus. Wenn es Geruchs-FIFA gäbe, würde ich sagen, es hätte nach Eckball gerochen. So ganz leicht. Ah, schade. War gut gedacht von Andersson, aber Pritsche war da doch schon zu weit weg. Oh. Klasse gerettet aus der lauter Abwehr. Mhm. Oh nein. Da haben wir richtig Glück gehabt. Hochland. Er hätte auch drin sein können. Hätte nicht einen Außenpfosten streifen müssen. So, haben wir Christoph Moritz. Und Pritsche. Ach komm, der macht's einfach selber. Andersson. Castaner. Andersson kriegt den Ball nicht vor den Schuh. Oh. Und Castaner trifft auch noch ein Schienbein. Na gut, gibt's wenigstens Eckball. So. Hoppala, das war jetzt nicht so erwartet. Klasse, Benny Kessel, Genny Kessel und Tor! Yes! Das war Pritsche, glaube ich. Klasse erspielt von Kessel. Und ich glaube, Pritsche hat es rutsch gemacht. Ja. Wunderbar.
Was hat denn jetzt für ein Ding? Für ein Ding? Ich möchte hier übrigens mal eine Ankündigung machen. So, einfach mal während des Spiels so pauschal raushauen. Sollte Lautern absteigen und in die dritte Liga gehen und nicht in die Regionalliga oder so wegen Kohle. War doch abseits, oder? Nö, war doch vorbei. Das Netz kaputt. Ja, also sollte. Da liegt der Ball immer noch im Tor. Sollen wir gleich mal zurückspielen, um zu gucken, ob er noch. Oder schaffen die Bochumer den. Liegt da gleich ein Ball im Tor und der Schiedsrichter denkt, das wäre ein Tor. Naja, auf jeden Fall Ankündigung soll sein. Wenn Kaiserslautern in der dritten Liga spielt nächstes Jahr und FIFA noch die dritte Liga hat, wisst ihr, bei wem ihr Drittliga Fußball sehen könnt. In FIFA. Da liegt der Ball immer noch. Jetzt sind da zwei Bälle. Sei es jetzt zwei Tore? Zu viel geredet, zu wenig konzentriert. So. Als allererstes Anstoß, Kontrolle, kein Ball mehr dran. Gut. Bin noch nicht mehr irritiert. Borello auf Anderson. Hallo? Gerettet von Müller. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt. Dass da, ich weiß nicht, Korea oder wer war. Ich will jetzt mal nichts sagen. Das ist das dritte Spiel, seitdem wir auf Halbprofi gestellt haben, wo wir 1-0 geführt haben und es kurz danach 1-1 steht. Wobei ich glaube, im ersten Spiel haben wir 1-0 zurückgelegen gegen Duisburg. Aber ist doch schon komisch, wie FIFA da einen reizen möchte. Halbzeit auf dem Betzenberg. 1 zu 1, Verzeihung. Ach, Sidney Sam, den kennen wir noch, ne? Das waren noch Zeiten. Ich finde es eigentlich immer traurig, wie oft lauter Spieler groß geworden sind, die dann aus Geldnot oder was verkauft worden sind und woanders nichts mehr gebracht haben. Und selbst wenn man die Leute zurückholt, funktioniert es nicht immer. Siehe Köln-Podolski. Das funktioniert nicht immer. Podolski hat auch manchmal bei seiner Rückkehr meinen Ausraser für Begeisterungsstürme gesorgt hat. Und er ein absoluter Liebling ist. Kacke. Und wenn ich dann an Lautern denke, jetzt ist Jensen wieder da. Gut, auch nur ausgeliehen mit Kaufoptionen, aber der ist wieder da, dann Altintop ist wieder da. Wobei, der hat eine gute Karriere hingelegt. Wenn ich mir überlege, was Lakic, wie Lakic in Lautern damals eingeschlagen ist. Und dann ist er quer durch die Republik gewechselt. Aber auch wechseln, ich hätte den Ball mal wechseln sollen. Also quasi ein Spieler, der den Ball hat.
und kommt dann nach Lautern zurück und bringt da auch nichts mehr. Es ist einfach irgendwie, als wenn man es für die Fans manchmal tun würde. Altintop ist jetzt ganz klar Erfahrungssache. Wir brauchen jemanden mit Erfahrung. Da bin ich fest von überzeugt. Castanier, was war das? Leon Guevara. Sebastian Andersson. Der kriegt aber einfach nicht die Kugel vor die Kiste. Und ich will gegen die Bochumer jetzt kein Unentschieden spielen. Ich will gewinnen. Müller schlägt ab auf Andersson. Moritz kriegt den Ball. Dann näher mit seinen schnellen Beinen. Yes! Oh, schade. Nur Edelmetall. What war das jetzt? Knoll. Das dürfte Eckball geben. Daniel Halfer und Benny Kessel. Ah, schade. So, Kesselchen, mach dich ab nach hinten. Was ein Auftrag. So, da haben wir Moritz. Da vorne läuft Castanier. Nein, 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 der ist zu langsam, der Andersson. Oh nein, nicht den nächsten Verletzten. Ey, dann krieg ich die Krise, Leute. Wenn ich jetzt gleich den nächsten verletzten Stürmer habe, habe ich ein Problem. Ich meine, ich habe immer noch den Müsel zur Not. Mustafa, Müsel, ja. Komm, wir holen ihn sofort raus. Aber weißt du was? Wir machen es anders. Castanier nach vorne. Osei Quattro. Nach links. Albeck ins Mittelfeld. Und Viertelstunde. Wirklich einfach nur Powerplay. Oh, Verzeihung. Das habe ich euch richtig vor die Ohren gepustet, ne? Sorry, Leute. Das war null Absicht. So, hier haben wir Castanier. Komm, zieh ab, Junge, zieh ab. Komm, hau. Muss ich jetzt ein taktisches Foul begehen, um endlich mal auszuwechseln oder was? Ich habe keinen Bock, ein Tor zu kassieren und dann zu wechseln. So, Daniel Halfer. Andersson. Boah, Pritsche, mach das Ding, mach das Ding, mach das Ding. Ah, scheiße! Was war jetzt los? Foulspiel, okay. Schade. Das war noch abseits.
Hallo, jetzt stehen Sie sich gegenseitig im Weg, oder was? Und noch Glück dabei gehabt am Ende. Bisschen schade. Ich weiß gar nicht, warum der schwitzt. Die 3 Meter, die der hier in dem Spiel läuft im Moment. In echt hat er Grund zu schwitzen. Kacke. Na gut. Aber wir wollen uns ja nicht entmutigen lassen, ne? Ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder gewesen für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt kommt. Ich glaube, die dürfte nach dem Duisburg-Spiel kommen. Also nach dem Orakel von Duisburg. Ja, müsste es eigentlich kommen. Und ja, was haben wir jetzt wieder? Nachricht von Spielern. Aha. Kann ich Sie was fragen? Hab nicht gelesen, Entschuldigung. So. Tomic. Ja, du kannst irgendwann mal zufälligerweise reinkommen. Nein, ich will es noch nicht beenden. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Kommentieren, Abonnieren, wie immer. Macht weiter so. Ich mach das gerne. Bin immer froh, wenn ich Feedback bekomme. Und ja, ich würde sagen, wir sehen und hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao!